mein Gott. Schade. Oh, hier ist ein Magmasee. Oh mein Gott! Ich habe noch nie so ein großes Vieh gesehen. Ramon, nimm den Charakter nicht. Ich nehme den, hab den jetzt schon genommen. Servus und herzlich willkommen zur 19. Folge Don't Starve Together mit dem lieben Tamo. Ja, hi! Hallo! Und das letzte Mal hatten wir ein kleines Missgeschick. Wie ihr euch vorstellen könnt, ja, ihr seht, wir haben neu angefangen. Aber alles Weitere seht ihr bei Tamo am Kanal. Link ist unten in der Beschreibung. Und ja, in der letzten Folge waren wir wieder mal in Höchstform. Ja, und wir werden jetzt wieder neu anfangen. Aber wir werden keine Probleme mehr haben mit Spinnenweben. Alter, was hast du für eine Stimme? Du hörst dich an wie ein fucking Klavier. Gott. Oh, ich habe schon den ersten Schaden bekommen. Eigentlich wollte ich nur meine Stimme hören. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist ja richtig gruselig. Okay, Stein. Dann versuchen wir, würde ich sagen, wieder mal einen Touchstone zu finden. Ja. Stimmt. Oh, hier ist Wüste. Echt? Das also wäre vielleicht meiner Meinung nach müssen wir wie letztes Mal einen Touchstone bauen. Ja. Dann einmal mal eine Farm haben. Ja. Und ganz wichtig, dieses Lagerfeuer, dass wir eigentlich nachts uns immer am Lagerfeuer aufhalten und im Wind halten natürlich. Oh mein Gott, Flo, hier ist ein Touchstone. Nee. Und das sieht ultra geil aus, weil das so in der Mitte von drei Biomen ist. Ja. Oh, Fackel. Es ist noch nicht Nacht. Ja, trotzdem, Angst. Vielleicht so unser ganz erster Tag. Unser erste Dings, wo wir direkt draufgegangen sind, weil die Nacht kam. Wir nichts wussten, das war so leer. Ja. Ja, aber das war unvoreingenommenes Spielen. Ja. Denn wir haben wirklich nichts gewusst. Ich meine, wir wissen jetzt auch nicht viel mehr, aber... Ich find's aber lustig, wenn man so ohne Plan ins Spiel reingeht. Ja, finde ich auch besser. Wenn man schon so richtig hardcore Nein. drauf ist und beim ersten Mal... Nein, du hattest vollkommen recht. Was? 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 Mein Charakter will keine Karotten und keine Beeren essen. Ich muss was kochen wahrscheinlich. Ja, ich glaube einen Eintopf musst du kochen. Ja, das Schöne ist, du frisst mir meine Karotten nicht weg. Ey. Das ist überhaupt nicht Ja, hallo! Ja, scheiße. Ja, scheiße! Ja, hallo, ja, scheiße. Hey, Alter, ich will ja nichts sagen, aber wir sind 2 Meter vom Spawn entfernt. Waren wir letztes Mal ja auch. Nee, so nah nicht. Ich sehe den Touchstone und den Spawn in einem Bild. Soll ich wieder alles abfackeln? Oh! Was machst du? Nein! Alles brennt! Ist das dein Ernst? Willst du mich verarschen? Alles! Oh, willst du mich verarschen? Oh mein Gott. Ich war gerade am googeln. Warte, ey, warte! Ja, hier sind noch 1000 von... Achso, wegen dem Licht meinst du? Richtig! Ohne Spaß, wir brauchen einfach den Kochtopf. Ich brauche den, glaube ich. Ich brauche einfach gekochte Sachen. Ja, ist vielleicht eh nicht schlecht. Und was wir diesmal auch craften, ist den Kompass oder die Karte oder was das war. Was ist das hier? Melted Mini Glacier. Oh Mann, ey. Oh Mann, Allah. Ja, es ist halt alles so doof gerade. Ja, sag ich dir ja vorher. Person nehmen sollen. Warum hörst du nie auf Daddy? Du hast schon gesagt, du bist Opa. Shut the fuck up! Ah, Nwamhara. Ich jump einfach mal rein, weil dann sind wir... Ja, warte, Welt. Da bin ich auch. Safe? Ja. Oh, hier sind viele Steine. Oh mein Gott, wie geil. Bist du schon reingejumpt? Jo. Bin auch drin? War nicht beim gleichen. Nicht? Ich glaube nicht. Ich bin in so einem Wüstengebiet. Ne, da bin ich definitiv nicht. Ich bin bei einer Steindings, also diese Steinruine da, wo alle Steine und so sind. Das ist ganz gut.
Und du solltest in der Wüste gucken, ob du da wieder diesen Dings kriegst. Kacke. Oh mein Gott. Oh, hier ist ein Magmasee. Oh mein Gott! Ich habe noch nie so ein großes Vieh gesehen. Das deckt fast die ganze Scheißkarte ab. Ich sehe gar nichts mehr. Wenn ich will, wo bist du lang gegangen? Ich will das auch sehen. Alter, wenn ich das... Guck auf die Karte, wo das Wormhole ist. Ja, wenn ich im Wormhole drin bin, werde ich das nicht sehen, wo das ist. Oh doch. Nee, ich sehe ja dann den Eingang ja nicht. Warte mal. Geh einfach ins Wormhole rein, damit du auf der anderen Seite bist. Von unserem Lager einfach gerade nach links rüber. Hast du Gold? Ja, ich kann schon Dings machen. Nee, ich brauche nur ein Holz. Okay, das habe ich alles. Warte, ich laufe dir entgegen. Dann machen wir das gleich. Weil, wie wir wissen, ist es wichtig, dass wir möglichst schnell die ganze Scheiße craften. Hallo? War das Viech denn lieb? Ich weiß nicht. Da sind die Sachen. It's time for a snack. Ich will es einfach mal sehen, wie das aussieht. Oh mein Gott! Diese Dings, diese Fliege, das greift mich echt an. Und es wird Nacht. Ja. Ich habe nicht meine Fackel. Oh, nee. Das war nicht so schlau. Wieso habe ich keine Fackel? Oh. Aua. Ja, das hast lange überlebt. Zwei Tage. Ich würde schnell kommen, ich habe nämlich gerade alles angezündet hier. Dein Ernst? Ja. Ja, wenn man den Touchstone anbauen kann, ne? Abbauen, ja. Super, jetzt hast du ihn kaputt gemacht. Oh mein Gott. Hi. Hey. Ich hab die dümmste Person. Kann man den Charakter nicht irgendwie noch ändern? Samo, nimm den Charakter nicht. Ich nehm den, hab den jetzt schon genommen. Du bist so ein Arschloch. Samo, wir müssen immer aufpassen, dass wir Fackeln mit haben. Oh, ich hab keine Fackeln mit. Samo, nein, zieh das Internetkabel nicht raus während dem Spielen. Upsilein. Alter, streu noch mehr Salz in die Wunde. Alter, es ist ein dichter Wald. Glaubst du, dass wir jetzt einen Touchstone so schnell wieder finden? Nee, weil du es bist nicht. Doch! Doch! Hier ist einer. Echt? Oh, ich bin neben dir! Zufällig! Du wärst eiskalt vorbeigelaufen. Nee. Was ist das hier? Und wir haben eine Maschine. Ja, dann komm jetzt mal her zu mir. Ja, Chris, woher hast du mir? Alter, warum hast du einen Hut auf? Ja, weil ich da jemanden... Da ist jemand geschossen. Guck mal, was ist das hier? Schaut aus, wie wenn da ein riesiger Baum gestanden wäre. Oh, hier ist eine Ziege. Eine Ziege? Ja! Alter, sind die lustig. Die machen boing, boing, boing. Und meh. Lol, wie cool. Meh. Sieh sie dir an, wie sie da oben stehen. Kann man die irgendwie einfangen oder so? Schau, wie sie machen. Da kommt man sich gleich wie in Jamaika vor, wenn du redest. Das werden wir... Was machst ich du da? Ich kann schlafen! Ist das dein fucking Ernst? Straw Roll, da kannst du drauf schlafen. Ja toll. Nein! Du brauchst kein Zelt. Was sonst? Sleep to the night, das was ich gerade hatte. Das ist voll einfach zu machen. Du brauchst ein Seil und 6 von diesen Sträuchen da. Wo ist das drin? Bei Survival. Ja, bei Survival, ganz unten. Das ist doch voll leicht zu machen, oder? Ja, das schon. Aber ich muss zur Maschine rüber. So. Ich hab Seil. Dich doch lieb. Geil! So, meine Freunde, das war's wieder mit dieser Folge. Don't Starve Together mit dem Damo, der heute schon wieder mal verreckt ist. Der schon wieder einen von unseren Touchstones aufgebracht hat. Ja, das verzeihen wir dir einmal noch.
Einmal noch. Ein einziges Mal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Checkt auch den Kanal vom Herrn Spilato aus. Ja, und das war's dann. Bis zur nächsten Folge, die dann auf seinem Kanal sein wird. Ciao. Ciao, Allah.